Im Rechtsstreit zwischen Talkmaster David Letterman und CBS-Fernsehproduzent Joe Holderman plädierte Holderman am Dienstag vor Gericht dafür, die Klage gegen ihn fallen zu lassen. Der Streit begann, weil Holderman angeblich damit gedroht haben soll, Details über Lettermans außereheliches Verhältnis zu Mitarbeiterinnen seiner Talkshow auszuplaudern, wenn dieser ihm nicht $2 Millionen Schweigegeld zahlen würde. Laut Anklage erschien Holderman am 9. September vor Lettermans Haus in Manhattan. Dort soll er ein Päckchen in Lettermans Wagen abgelegt haben. Ein einseitiges Filmdrehbuch mit Beschreibungen der Affären und einem Brief mit der Geldforderung. Die Fakten in diesem Fall sind größtenteils unbestritten. Das war ein Geschäft und nichts weiter. Es ist nicht gegen das Strafgesetz. Das Büro des Bezirksstaatsanwalts schnappte sich den Fall, wie ich denke, ohne sich die Fakten objektiv anzusehen. Taking an appropriately objective view of the facts. But his press conference suggests that this is anything but a legitimate business transaction. Überlegen Sie selbst. Herr Holderman wartete um 6 Uhr morgens im Dunkeln vor Herrn Lettermans Apartment und warf ihm seine Erpresserbotschaft ins Auto, drohte ihm damit, dass sein privates und berufliches Leben, seine Welt, zusammenbrechen werde, wenn er ihm nicht eine große Menge Geld zahle. Er forderte Herrn Letterman auf, sich innerhalb von 2 Stunden bei ihm zu melden. Letterman ging in die Offensive. Letzten Monat gab der 62-Jährige in seiner Late Show die außerehelichen Affären zu.